nach Italien, haben sie gesagt. Lustig wird's, haben sie gesagt. Und mit genau diesen Worten starten wir in die letzte Folge von unserer Bikepacking-Reise Linz bis zum Gardasee. In der letzten Folge habt ihr gesehen, wie wir endlich die italienische Grenze überschritten haben und in einen Lost Place geschlafen haben. Das war echt eine Once-in-a-Lifetime-Experience war für uns. Und in dieser Folge seht ihr, wie wir am Gardasee ankommen und mit den Tatsachen der Realität klarkommen müssen und wie wir wieder nach Hause kommen. Alles komplett ungeplant, was vielleicht nicht so gut war, aber die Auflösung seht ihr sie. Also, es wird nicht länger herumgequatscht. Viel Spaß mit der letzten Folge. Let's go. So, wir haben jetzt wieder alles gepackt, zumindest fast. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Also wenn man glaubt, dass man schneller wird, das ist nicht so. Durch das ganze schmale Packen, ich weiß nicht, man muss jeden Tag irgendwie nach das ganze Zeug packen. Ja, es ist wie Tetris. Packen, Fahrrad. Ja, wir sind jetzt schon wirklich Banane. Also, ich finde nicht einmal... Wir jetzt wieder verlegt haben, Alter. Von Socken? Socken? Ja, ich hab Socken. Ja, wir schauen, dass wir jetzt noch irgendwie ein Frühstück kriegen. Und dann geht's weiter Richtung Gardasee. Heute kommen wir zum Gardasee. Also war nichts mehr passiert. Aber momentan schaut euch mal die Satteltasche von Max an. Also irgendwas hat er jetzt da komplett neu gemacht. Weil so steif wie heute. Weiß ich überhaupt noch nicht. Ja, die Steifigkeit im Vormacht. Was hast du jetzt gemacht, Max? Ich weiß nicht. Irgendwas, da kannst du ein Gefühl, wie der 20 Kilo drauf hat. Ja, mache ich dann eh und dann reißt es wieder ab. Achso, ja, ich habe was Wichtiges vergessen, denn wir fahren jetzt nicht noch zum Gardasee, sondern nach Rivaretto, oder wie heißt das jetzt wieder? Rovereto. Zum Bahnhof, denn wir wissen nicht, wie wir heimkommen, das ist das Nächste. Wenn von dort uns der Schaffner sagt, nein, das hätte vorher schon buchen müssen, vor einem halben Jahr, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir nämlich nach Innsbruck zugradeln, dann gibt es eine Extended-Version. Gut, dass der Pingel gesagt hat, heimkommen tut man immer irgendwie. Ja, irgendwie kommen wir schon heim, ja. Kann man dann mit einem Bus? Sherry fragen? Das wird, also wir fahren jetzt zuerst nach Rivaretto und dann zum Gardasee. Oder nach Rivaretto und dann sagen die, es geht nicht, dann fahren wir gerne nach Innsbruck. Oder wir fahren einfach gleich nach Innsbruck. Okay, ich habe gerade noch was zum Essen gefunden bei mir in den Taschen. Und zwar Salame Affucciato di Suino. Eine gesunde Kombi, gell? Keine Ahnung, wie lange der schon drinnen ist in den Taschen. Eine gesunde Kombi hat. Und Tuk Tuk Kekse, hä? Ja, das ist vorgestern. Sauerkrem. Du hast gestern oder so ein Ding gehabt. Ja. Schmeckt gut. Ja gut, Alter, dann brauchen wir Frühstück und jetzt auch nicht fahren, oder was? Was hast du? Ein Epa. Hilft dir nicht, Riegel? Nein. Aber das ist der Vanillekeks, Dings. Boah, das ist der Vanille. Ja. Und der ist gut, aber du musst einen Liter nachtrinken. Schau, wie überhaupt denn so aus, oder? Hat sich keinen ganzen Keks mehr am Ende, oder? Jetzt bin ich wieder los. Senza di me, allora io quasi quasi quando te volengo intorno a te. So, wir sitzen wieder am Bock Richtung Ravante, Revante oder irgend sowas zum Bahnhof. Rivaretto, ja. Und schauen, ob wir dann dort ein Zugticket kriegen für den nächsten Tag irgendwann einmal nach Innsbruck. Genau. Heute wird es richtig runterschallern, wie es ausschaut. Keine einzige Wolke am Himmel. Es könnte lustig werden. Aber es sind nur 70 Kilometer und das bergab. Also heute wird bergab geballert. Jetzt sind wir im Flo, Alter. Tag 7. Let's go. Uns kann nichts mehr aufhören.
Das kommt nur annähernd so um wie in echt. Es ist so ein geiles Panorama, Alter. Ja, wir sind jetzt falsch abgehoben irgendwo, weil der Fahrradweg gesperrt ist oder sonst irgendwas. Das Navi sagt, der ganze umdrehen, aber wir wollen einen Supermarkt. Und der ist oben am Berg. Und es schallert runter mit 77,3 Grad. Stick noch. Ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Trento, da links, oder? Ja, glaub schon. Ja. Links. Da vorne ist er, oder? Ja, ja. So, wir sind angekommen am, glaube ich, wunderschönsten Supermarkt, was es gibt mit diesem View. Wahnsinn, richtig beneidenswert, die Leute, was da wohnen. Ich glaube, mir da ist irgendwas kalt. Das ist das Einzige, was kalt, was eingekühlt war. Oh! Amore, lasciami fare! Lasciami fare! Niente! Una mele canzone per parlare di pace soli lasciando la luce accesa. Ich gehe nie wieder zu einem Lidl in Italien. Ja, ist voll ruhig eigentlich. Eigentlich ist er schon wieder ruhig. Ja. Er war gerade. Er hat jetzt extra erst zum Film angefangen, was sie beruhigt hat. Das war nämlich gerade der Rebellionsbichel. Ja, vielleicht habe ich gerade ein paar Aggressionen ablassen. Aber vielleicht nur ein bisschen. Man muss da drinnen Brote und Brötchen abwiegen und. Ein Stück zu, das hat, ja, und das hat nicht mehr funktioniert. Ja. Bei der Kasse schicken sie mich hin zu den Abwiegen, da hat das nicht funktioniert. Ja, dann habe ich halt nichts gegessen jetzt. Ich bin eh viel zu fett, ich muss eh nichts. Schaut mal, schaut euch den Rad an, muss eh weg. Wir haben Stürzen gehabt. Ja. Stürzen für 5 Euro mit einem guten Semmel, das war 10 von 10. Der Knochen ist rausgegangen, aber nichts. Ja, ich muss ich auch nehmen. Wie viel können wir heute Vorspeise und Nachspeise? Volare! Oh, oh! Cantare! Oh, 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 oh! Marina, 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 chi vola più presto sposare. E c'è da volare italiano, casa casa casa. Ormai non trova gli amici che aveva, solo case su case, quadrame cemento. Schaut einfach schon wieder aus wie in Kolumbien oder sonst irgendwas. Links von uns ist irgendwie so ein kleiner Flughafen. Rundherum die Berge, die grünen, die riesengroßen. Schaut irgendwie aus wie Kolumbien. Vorher waren wir in Brasilien, jetzt sind wir in Kolumbien. Alles, seht ihr? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ein Traum. Der View ist einfach ein Traum. Jetzt haben wir mit den letzten Mitteln gekämpft. Ich glaube, es ist mein letztes Gel. Wird jetzt noch reingeschallert. Ja. Bist du jetzt der Affen addicted? Wahrscheinlich. Jetzt haben wir gerade einen ausgefetteten ins Gesicht gestochen. Ja, in der anderen Seite sind alle dunkel. Was? Ja, ich habe gerade einen Zwetschgenbaum gefunden. Ja, so. Ich jetzt kommt gleich wieder der nächste Wespenstich. Dann trittst du rein in ein Wespennest. Die da sind geil. Hey, was für vorne sonst sind, gell? Ja. Ist schon richtig gut aus. Die sind komplett, die sind mega. Mhm. Unser Reim heißt. Warte mal, wir müssen erst mal da kommen, dann drehen wir mich an. Ja, genau, ja. So, unsere
nach Hause fährt, ist safe. Wir waren jetzt gerade drinnen am Schalter und haben gefragt, wie das ist. Wir wollen quasi nach Innsbruck fahren und haben gesagt, no problem. Am Samstag in der Früh, also Freitag in der Früh um 8:30 Uhr müssen wir da sein. Dann fährt der Regionalzug bis zum Brenner rauf und dann müssten wir halt runterfahren mit dem Fahrrad. Und von Innsbruck dann nach Hause wieder mit Zug. Das dürfte alles kein Problem werden. Nur müssen wir am Freitag halt um 4 Uhr in der Früh aufstehen, damit wir vom Gardasee da herfahren nach Revarento oder wie das heißt. Let's go. Runter zum Gardasee. So, jetzt. Das haben wir halt Emotionen freien Lauf haben. Ne? Ja, die letzten Meter zu unserem Zielpunkt, Riva del Garda. Es sind noch 11 Kilometer. Sind noch. 200 Kilometer davon Abfahrt, was wir dann am Samstag, am Freitag in der Früh raufradeln müssen. Ich bin schon gespannt, wie das ausschaut. Aber da hinten, warte mal, da hinten bei der Schlucht müssen wir runter. Dann müssten wir den See sehen. Genau, den See sehen. Aber ich habe jetzt laut Höhenmeterprofil die letzten 40 Höhenmeter. Oder was? Dann war es bei der Tour mit den Höhenmeter zumindest fürs Ankommen. Wir müssen noch Jumann, Revente, Revanto, Roventi, was auch immer, müssen wir nochmal zurückfahren. Aber für unsere Ankunft war es das schon. Die letzten Höhenmeter genießen wir jetzt noch wieder gemeinsam. Ne? Was willst du aber? Ja. Nehmt euch mit an die letzten Höhenmeter bei dieser Tour. 7 Tage sind wir losgefahren. Nein, eigentlich 6. Heute ist das 6. Eigentlich 7. Ich weiß es auch nicht. Mittwoch ist es. Donnerstag sind wir losgefahren. Ja, genau. So ist es. Ja. Ach du Scheiße. Oh ja, ja. Die E-Bikes. Die E-Bikes. Ja, ja. Ah ja. Aber komm. Der letzte Name. Dann haben wir es geschafft. Da steht Radschieben. Push your back. Warum sollte ich jetzt mal Radschieben? Die letzten 20 Kilometer drücke ich jetzt auch noch irgendwie. So, was haben wir da vorne verstanden? 10-15% Steigung. Die drücken wir jetzt auch noch irgendwie. Bis zur Vergasung, bis zum Muskelkampf. Die letzten Kilometer schiebe ich sicher nicht. Nein! Komm, du schaffst es! Die letzten 20, komm! Max! Komm! Druck! 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 Super, Max! Komm, da oben ist es, schaffst du es! Komm! Max! Komm! Komm! Ja! Wir haben es geschafft, Alter! Ja! Ha! Ha! Grüß euch. Oh Gott. Kann nicht mehr. Alter. Jawohl, Max, hast du es geschafft. Kein Höhenmeter mehr heute. Nur mehr bergab. Jetzt kommt die Abfahrt. Jetzt kommt die fucking Abfahrt. Power. Da ist er, die Latschen. Da ist er, die Latschen. Jawohl, Alter. Wir sind da. Nach 7 fucking Tagen sind wir endlich da. Am Gardasee. Wir haben es geschafft, Max, Alter. Ich hab schon Angst. Ich hab schon Angst vom Freitag. Alter, wenn du uns dann hättest, du Kasper. Danke. Du hast den Startup verloren. Ja, ich glaube, ich hab auch Angst vor Freitag. Aber da können wir uns auch in der Früh losfahren. Geht's, dazu, das geht schon. Ja, ja. Sind wir erst gelaufen? Aber ich schieb das, aber komm. Oh,
Ja, genau, das ist 2 Millionen Menschen. Kein Campingplatz. Nein, wollt ihr jetzt rufen? Großes, mega großes Problem. Alle Campingplätze sind voll. Das ist eh unser Schuld. Das hätten wir einfach vorher wissen. Ja. So, das ja, es passt einfach zu uns drei. Ne? Jetzt wissen wir nicht, was wir machen. Es ist mittlerweile ja, 17.30 Uhr. Wir sind K.O. Wissen wir, wo wir pennen? Beim Lidl. Beim Lidl, ja. Wir hätten den einen Tag, dann hätten wir bei dem Späßer schlafen können. Ja, morgen. Ja, dann können wir wieder umeinander fahren. So, großes Problem. Wir haben jetzt alle Campingplätze angerufen, was es gibt. Nirgendwo gibt es einen Schlafplatz. Jetzt fahren wir zu der Bike Farm. Das habe ich von einem Spätl gekriegt, die Information. Er hat gemeint, vielleicht lass uns die dort bei den Olivenbaum schlafen, wenn wir dort was essen. Aber ja, eine andere Möglichkeit gibt es eh nicht. Ne? Das ist unsere letzte Möglichkeit. Ansonsten war es ein sehr kurzer Urlaub am Gardasee. Müssen wir halt dann wieder zurück nach Revonta fahren oder morgen in Zug haben. Und wirklich alle Stricke reißen. Ne? Ein paar Sekunden später. Ja Leute, das schaut schlecht aus. Wir sind jetzt in einem Bike Farm. Das ist mega geil. Also da sind lauter Biker und die Atmosphäre ist richtig geil. Und der Vibe ist cool, ja? Richtig geile Vibes hat das, richtige Biker-Vibes. Ja, wir sind, so wie es ausschaut, nach Italien gefahren. Der Max hat schon gesagt, dass wir obdachlos sind. Im Prinzip. Ja, das kannst du keiner erzählen. Du fährst 7 Tage runter, als Anfänger mehr oder weniger. Ja, eigentlich sind wir jetzt obdachlos. Ne? Mit Ultragebrechen, mit körperlichen Gebrechen, mit Alter, was wir schon eine Butter haben an Schäden, wenn du denkst, was passiert ist. Und dann Energie und dann Frust Energie und dann mentaler Energie. Dann verkürzen wir die Tour schon um einen Tag eigentlich mehr oder weniger. Ja. Nein, wir verkürzen ja vielleicht um 2 Tage. Wir waren am See, wir sind vorbeigefahren, wir haben dann nicht berührt, wir waren nicht drinnen, wir waren nichts. Wir sind jetzt wieder ein bisschen rausgefahren. Also wir sind jetzt eigentlich beim Gardasee und haben 15 verschiedene Campingplätze abgeklappt, genau, und die alle gesagt haben, sie sind voll. Der Max hat alle Campingplätze angerufen. In Minutentakt, bam, bam, bam. Ja, die meisten haben nicht einmal abgekommen. Oh, jetzt haben alle abgekommen. Jeder hat gleich gesagt, voll. Bei 3 waren wir sogar dort, sind hingefahren. Ey, du hast keine Chance, wir sind im Arsch. Wir sind wirklich im Arsch. Also, wenn das Tourende ist, dann ist es ein richtig bitteres. Dann ist es wirklich ein richtig bitteres Ende. Wir calling the boss just to make sure that is everything okay and it will be okay. Yeah. And I'll let you know as soon as they know something. Yeah, I'm highly appreciated. Thank you. So Freunde, es gibt eine Auflösung. Und zur Folge des, wir schlafen da bei dem Lokal, wo wir jetzt gerade vorher eingekehrt sind. Da haben wir gefragt, ob wir nicht irgendwo auf der Wiesn da schlafen können, weil wir eben nirgendwo eine Möglichkeit haben zu schlafen. Und ja, wir sind da in einem Tourismusgebiet, das ist vielleicht nicht so leibend, wenn man da wild campt. Und die haben gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Also der Chef, der war richtig chillig drauf. Überhaupt kein Problem. Chillt euch dahin. Vor 10 Uhr morgen wieder draußen sein, dann passt das. Und das geht ja 100 Mal aus. Dann machen wir uns morgen noch einen gemütlichen Tag. Und am Freitag fahren wir dann heim in den Zug. Hoffentlich, wenn nichts schief geht. Genau. In diesem Sinne, gute Nacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind aufgewacht am Mini-Bauernhof. Da war das Lokal, wo wir gestern noch ein paar Cocktails geschlürft haben. Ich bin so glücklich, dass wir den Platz gehabt haben. Ja, was heißt? Mitten in der Nacht. Ja, guten Morgen. Ja, wir fahren jetzt da oben nach Garda. Nach Rivel de Garda und chillen einfach da heute unser Leben. Hoffentlich spielt das Wetter mit, wenn wir uns so bewölkt ist. Ist es auch gedacht, ne? Ja. Schauen wir mal, was wird. Ja. So wie die letzten 15 Tage. Das zählt für mich. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir jetzt da. Das zählt für mich. Richtig zündig, wenn ich einspringe, aber wir haben es jetzt zündig geschafft. Ja, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft, oder? Wie der Hannibal mit seinen Elefanten, oder?
Ja, nachdem wir uns einen schönen Tag am Strand gemacht haben und ich kläglich gescheitert bin mit dem Versuch, auf dem Wasser zu chillen mit der Isomatte, sind wir zum Entschluss gekommen, am selben Tag noch zurückzufahren nach Reverento zum Bahnhof und dann, um dann dort Richtung Österreich mit dem Zug fahren zu können. So, bevor wir nach Hause fahren, müssen wir beim Max die Bremsscheiben hinten auf dem Hinterrad wechseln, denn da ist er schon auf minus null. Also da schleift schon quasi das Metall auf Metall. Deshalb wechselt ich jetzt da im Max die Bremsscheibe. Das ist ein bisschen eine Baustelle, weil man muss alles runtergeben, damit man da gescheit dazu kommt. Die ganzen Bikepacking-Taschen. Ja, das wird mal keine Baustelle werden jetzt. So, zum Abschluss fahren wir jetzt die Passen hoch. Ich versuche es durchzureilen. Schauen wir mal, ob das was wird. Boah, die Himmel der Zwiebeln. Die Ankern rein, Alter. Ja, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich steig nicht ab. Ich steig nicht ab. Nein, ich steig nicht ab. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Ich kotze mich an. Ich kotze mich an. Mambo, Mambo Italio, hey Mambo, Mambo Italio, hey Mambo. So, ich hupf schnell rein. Okay. In a few minutes from platform 3 at 18:39. Okay, wait a second. In ein paar Minuten kommt er. Aber da vorne beim Schalter. Will ich bitte nicht aus. Nicht? Ich muss ein bisschen rausgehen. Nein, es geht sich noch aus. Es geht sich noch aus. Jetzt geht das mit Innsbruck. Mit Innsbruck 31 ist realistisch, ja? Es könnte sich ausgehen. Das könnte gehen, das könnte funktionieren. Naja, aber runterfahren ist auch nochmal wirklich. Das könnte in den Arsch gehen. Ja, aber wir kommen zumindest in Österreich an, oder? Ja. Wir haben es geschafft. Oh. Wie kann sich das ausgehen? Wie? In 100 Jahren kann sich das nicht ausgehen. Oh, oh, geht das ja. Nie checken jetzt. So rein in die Speiche, in die Speiche. So, genau. Möglichst vielleicht nicht auf der Speiche. Ja, ich glaube, wenn du es auf die Speiche legst, ist es weg. So, wir sind da jetzt mit dem Fahrrad am Brenner, nein, warte mal, stopp. Wir sind jetzt mal mit dem Zug am Brennerpass angekommen, fahren jetzt da quasi mit den Fahrrädern Richtung Innsbruck runter. Das wird nochmal lustig, denn es ist mittlerweile dunkel, wie ihr seht. Ich glaube 21 Uhr, genau. Wir haben schon August, da ist es so schnell dunkel schon wieder, das heißt der Herbst kommt. Ne? Ja, das ist sicher eine lustige Abfahrt. Wir lassen uns jetzt Zeit, haben alle Lichter mit, vorne und hinten. Es wird sicher eine Gaudi werden, ne? Einfach einmal wieder rollen lassen. Aber ich werde es sicher noch sehen jetzt bei der Abfahrt. Ich werde die Kamera einschalten, wie viel Akku habe ich noch. Das ist der letzte Akku, sparsam sein. Da war es hier einfach mal schön, gar nichts. Das kann es nicht sein. Das müsste sicher noch 1-2 Minuten halten. Ich habe auch nicht nur mehr eine Stunde oder so. Oder zwei. Wirklich jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe aber noch 3% Handy-Akku. Da könnte ich auch noch die Taschenlampe aufdrehen. Wirklich? Ja. Sonst wird das so laufen, nicht laufen. Warte. Nein, Entschuldigung, 5% Akku. Ja, dann gehen wir, komm. Aber ich habe nicht mal eine Kopflampe. Ich weiß nicht, wo die ist. Alter, das gibt's nicht mehr. Jetzt hat es so voll Vollpfosten. Warte. Mir hängt schon wieder die Tasche in die Felge. Geht's wieder? Ich glaube, dann ballern, let's go. Ja, wir müssen aus dem Wald raus. Ja. Warum fahren wir überhaupt im Wald, wenn wir in die Stadt fahren? Aber ich will es gut, weil der Magen kann gleich runter. Ja. Achtung! Get your motor running. Head out on the highway. Max, stirbt jetzt! Ja, und wer glaubt hat, dass es vom Brenner runter nach Innsbruck nur bergab geht, der ist falsch informiert.
Wo ist Innsbruck, oder wo? Da drüben, oder was? Schau mal, wo das ist. Schau mal, das ist wahrscheinlich gut. Ich weiß es nicht. Du hast ja mindestens ein 6x6 für diese Gebiete. Pause. Schaut das Licht aus, wenn du Pause machst. Ja, warte. Bis zum Anschluss. Die Lücke schließen. Was bleibt der hier, oder? Ein Tiroler Speckknödel kommt hier raus. Was ist denn da jetzt? Ist da eine Schlange? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist eine Schlange. Ah ja, da ist eine. Da ist eine Schlange. Oder? Okay. Aber jetzt schiebt sich schon komplett. Ja, ich hab Haarlos. Ah, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Genau, jetzt kochen wir sich einen Kaffee drauf. Nein, ich habe 5 Stunden Zeit. Jetzt kann ich wohl einmal meinen Gaskoch rauspacken. Wie ist das? Gaskoch? Ja, wir sind in der Backbucht. Was soll passieren? Ja? Ja, wir haben ja fast keine Aber mir wird dann, wenn dann warm ist, eiskalt. Ja, dann schalt ich. Nicht der Ernst, oder? Bis zu 20 Minuten sind die komplett im Eck. Also warte mal, grün ist, wie spät ist es jetzt? 10 Minuten noch. Was wollen wir von vorn? Und scheiß drauf, scheiß. Ja, ich glaube. Es ist einfach 11 auf Nacht. Nein, und wir können jetzt. Es kann nämlich sein, dass da einfach ein LKW jetzt dann raufkommt, weil er grün hat. Es ist 11 auf Nacht und wir können jetzt da ewig warten. Ja, setzen wir uns da her, chillen. Jetzt kannst du einen Kaffee machen. Das ist typisch Österreich. Wir glauben an ein System, da ist einfach rot, es ist mitten auf Nacht und wir müssen halt jetzt 10 Minuten mindestens warten. In der Bumper. Das kannst du wieder kacke, Alter, das ist so dämlich. Was ist das? Ich hab's dir schon mal abgesehen, wo du 20 Minuten stehst. Paar Sekunden später. Nach ca. 30 Minuten Abfahrt nach dieser Ampel sind wir dann in Innsbruck am Bahnhof angekommen. Und ja, es war um 1 Uhr in der Früh und der Zug ist dann um 6 Uhr in der Früh losgegangen. Sprich, wir hätten noch irgendwie 5 Stunden überbrücken müssen. Haben dann versucht am Bahnhof zu schlafen, hat nicht funktioniert im Sitzen, denn es ist alle 10 Minuten die Sekürte gekommen und hat uns aufgeweckt. Wir sind dann nicht mehr am Boden gelegen, sondern wir sind einfach nur auf der Bank im Sitzen, haben uns den nicht schlafen lassen. Deshalb bin dann ich in die Stadt reingefahren und hab mir dann irgendwo was gekriegt, wo ich schlafen kann. Und ich hab dann auf Rigipsplatten auf einer Baustelle geschlafen. Ich blende das jetzt einmal kurz ein. Ja, das war meine Übernachtung in Innsbruck. Hab echt gut geschlafen und um 6 Uhr sind wir dann zurück nach Linz gefahren von Innsbruck mit dem Zug. Ja, das war unser Bikepacking-Tour. Linz bis zum Gardasee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss mich jetzt so von euch verabschieden, denn ich habe keine Autoszene mehr abdrehen können. Ich habe nicht mehr daran gedacht, wir waren schon so K.O. Laut der Klickzahl ist das Video echt gut angekommen bei euch, die Videoreihe. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt kann ich mich wieder um andere Videoprojekte kümmern, denn zum Schluss so wie war das echt zart für mich zum Schneiden. Es ist echt viel Arbeit, aber es ist sehr gut angekommen, das Video bei euch. Die Videoreihe, es gefällt mir natürlich. Und ja, schaut bitte beim Max und beim Wolf vorbei, was ihre YouTube-Kanäle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich sag, pfiat euch bis zum nächsten Videoprojekt. Euer Manuel, pfiat euch, Baba und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir kommen da halt nicht mehr an, 150 Kilometer, haha.